Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Weihnachtsmarkt in der Muldestadt ist eröffnet und Zwickauer Schlossweihnacht Gemütlichkeit vorprogrammiert. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Liebe Zuschauer, es ist Mittwochabend, Zeit für eine neue Ausgabe von Tag aktuell. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Die Eröffnung des Zwickauer Weihnachtsmarktes ist jedes Jahr ein Höhepunkt im städtischen Veranstaltungskalender. Viele Zwickauer und auch Gäste zieht es dann auf den Haupt- und den Kornmarkt, denn hier findet die Eröffnung statt. Schon seit Jahren nach einem traditionellen Protokoll. Das war auch in diesem Jahr nicht anders. Doch nein, etwas war schon anders. Dieses Jahr war es einfach absolut perfekt, denn es schneite. Den ganzen Tag über tanzten die Schneeflocken und verwandelten den Weihnachtsmarkt in ein Märchendorf. Das sah schon tagsüber recht hübsch aus, aber am Abend mit den vielen Lichtern dann noch mehr. Der Hauptmarkt war schon vor der Eröffnung gut gefüllt und der erste Glühwein schmeckt ja bekanntlich immer am besten. Ihr schenkt schon den ersten Glühwein aus. Wie läuft es denn bis jetzt? Ganz gut, würde ich sagen. Was wird so bestellt? Na, vor allem unser weißer Pyramidenglühwein ganz viel. Habt ihr schon den ersten Glühwein probiert? Ja, wir sind gerade dabei. Das ist der erste. Dann sind wir mal gespannt. Probiert mal. Aus Rucksack hin. Da muss ich eigentlich nicht beschweren. So wie die ganzen Jahre schon. Weihnachtszeit, schöne Zeit. Wichtig, dass es den Weihnachtsmarkt wieder gibt, oder? Ja, also die Jahre, wo es den nicht gab, ich weiß gar nicht, waren ein, zwei Jahre, wo es den nicht gab, das war schon, also war es irgendwie leer in Zwickau, die ganze Zeit lang. Also, finde es schon schön, dass es wieder ist. Wie schmeckt es Ihnen? Gut. Sehr lecker. Alkoholfrei. Zum Glück sind die Preise ähnlich wie voriges Jahr. Dann das kann man auch eintrinken. Na? Jawohl. Weihnachtsmarkt allgemein. Ein bisschen kleiner in diesem Jahr, ein bisschen entzerrter, aber ich glaube trotzdem charmant. Oder wie finden Sie es? Bis jetzt ja. Wir haben noch nicht alles gesehen. Im Rathaus bereiteten sich die Akteure auf die Eröffnung vor. Das Jugendblasorchester Zwickau gehört schon ewig dazu. Ja, also ich überblicke mal, so 50 Jahre ist bestimmt nicht gelogen, dass wir den Weihnachtsmarkt musikalisch bestücken. Nicht immer die Eröffnung, aber seit 20 Jahren auf jeden Fall an der Eröffnung. Das Jugendblasorchester ist präsent. Wie geht es euch sonst? Wie seid ihr aufgestellt gerade? Aufgestellt sind wir in vier Instrumentalgruppen. Das sind einerseits die Scheffelberger Musikanten, das sind unsere Ulti-Truppe, die Sinfonische Blasorchester, wo der Großteil davon hier da ist. Ne, das ist unsere Hauptschlagkraft. Dann haben wir ein Jugendorchester und ein Kinderorchester, also sprich die Bläserklassen in der DBFA-Schule. Unterwegs seid ihr in der Weihnachtszeit bestimmt jetzt richtig gut. Ja, also auf jeden Fall. Ne? Die Bergparaden, Zwickau muss sein, aber bei den anderen halten wir uns wieder zurück. Dafür machen wir ein schönes Weihnachtskonzert am 9. Dezember. Seid ihr herzlich eingeladen in die Lukaskirche. So, und für uns ist Weihnachten erst richtig da. Am 24. zum Turmblasen in Oberplanitz oder in der Scheffelbergschule, dann ist Weihnachten für uns angebrochen. Die Instrumente werden weggepackt und die Feiertage können kommen. Matthias Rose, der Countdown läuft. Wir haben schon gehört, Jugendblasorchester ist schon ganz aufgeregt. Die Hütten stehen, die Betreiber haben schon angefangen zu verkaufen, alles sind happy, es fängt an zu schneien. Trotzdem, war eine Herausforderung dieser Weihnachtsmarkt 2023? Ja, die letzten Jahre waren herausfordernder, muss man so deutlich sagen. Wir sind dieses Jahr ein ganzes Stück zur Normalität zurückgekehrt. Und es hat viel Arbeit gemacht, aber es hat uns auch einen Haufen Spaß gemacht. Und jetzt kann es losgehen. Jetzt kann es losgehen. Das heißt, für welchen Zeitraum normal? Für alle, die bis jetzt noch nicht wissen, wann der Weihnachtsmarkt, also heute geht er los, wie lange er geht und was genau vorgehalten wird. Ja, also ich habe mir heute Mittag schon eine Wurst geholt auf dem Weihnachtsmarkt. Wir haben seit heute geöffnet. Und das wird geöffnet bleiben bis zum 22.12. Und das jeden Tag von 11 bis 20 Uhr. Dann wurde der Weihnachtsmarkt musikalisch eröffnet.
Glück auf! Hier in Zwickau auf dem Weihnachtsmarkt bei wunderschönem Winterwetter. Wer hätte es gedacht, dass wir zur Eröffnung vom Weihnachtsmarkt auch noch den Schnee haben dürfen. Wir begrüßen Sie alle Zwickauer und Gäste. Auch Matthias Rose und Baubürgermeisterin Silvia Queck-Hähnel begrüßten die Gäste. Anschließend wurde der Countdown eingeleitet. Liebe Zwickauerinnen und Zwickauer, liebe Gäste und vor allen Dingen liebe Kinder und liebe Weihnachtsmarkthändler, ich freue mich unglaublich, dass ich heute in Vertretung für Frau Arndt die Eröffnung des Weihnachtsmarktes vornehmen darf, dass ich Ihnen allen eine wunderschöne, besinnliche Weihnachtszeit mit hoffentlich tollen, leuchtenden Kinderaugen, vertrauten Stimmen und Stunden mit ihren Lieblingsmenschen an ihrer Seite auf den Weg geben darf und dass ich Ihnen vor allen Dingen dann auch für die Feiertage und für den Jahreswechsel schon die besten Wünsche aussprechen kann. Und da wir nicht alleine den Weihnachtsmarkt eröffnen können, ist es umso schöner, dass Sie alle heute hier sind und das mit uns gemeinsam machen und dass wir auch gemeinsam dafür sorgen, dass ein Licht angezündet wird am Baum und dass wir, mehrere habe ich mich gerade korrigieren lassen, und dass wir auch dafür sorgen, dass die Pyramide am Kornmarkt in Bewegung tritt und wir können das jetzt alle vielleicht gemeinsam starten. 3, 2, 1, Licht an! Na? Alles gut gegangen, die Kerzen brannten und dann kam der Weihnachtsmann mit seinen Zwergen. So, wir haben aber nicht nur die 7 Zwerge mitgebracht, sondern die haben euch auch ein Gedicht mitgebracht. Also genau 7. 7 Zwerge, 7 Gedichte. So, wer bist du denn? Die Merle. Die Merle, die kennen wir doch schon. Die macht schon viele Jahrzehnte hier mit. So, Merle. Du warst das Jahr, die letztes Jahr im Schraubstock fast stecken geblieben ist und konnte nicht mitkommen. Aber meine anderen Zwerge haben sie befreit. Merle, dein Gedicht. Die Spannung steigt, wann ist soweit? Wie schnell genug vergeht die Zeit? Jedoch viel schneller als man denkt, wie viel die Kerze plötzlich brennt. Ach, wunderbar. Hoffentlich geht sie nicht wirklich so schnell. Bei den Zwergen klappte das gut. Das sind eben Profis. Ida, kannst du auch schon ein Gedicht anfangen? Das geht Kopfschütteln. Du kannst aber so. Pass auf, heute ausnahmsweise, Ida, wie alt bist du? 5, Handschuh voll. Pass auf, heute lassen wir das mal gelten für die 5-Jährigen, eigentlich für die 3-Jährigen. Lieber guter Weihnachtsmann. Schau mich nicht so dumm an. Nein, so böse. Bei den Kindern aus dem Publikum war noch Luft nach oben. Aber bis Weihnachten ist ja noch eine Weile hin. Bis dahin kann man ja noch etwas üben. Nicht jeder Weihnachtsmann ist so freigebig wie der Zwickauer. Dann setzte das Jugendblasorchester wieder ein und der Weihnachtsmann und sein Gefolge machte sich auf zum Kornmarkt. Das Anschieben der Pyramide auf dem Kornmarkt ist der letzte Punkt auf dem Protokoll. Die Pyramide setzt sich aber nicht von allein in Bewegung. Man muss singen und zwar laut und schön. Zwischen Mehl und Milch macht mancher Knecht eine riesengroße Bäckerei. In der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei. Und jetzt dreh dich! Und nachdem sich die Pyramide auf dem Kornmarkt in Gang gesetzt hatte, war der Zwickauer Weihnachtsmarkt offiziell eröffnet. Was wäre die Weihnachtszeit ohne Weihnachtsbaum? Seit vielen Jahren ist es mittlerweile eine schöne Tradition, dass in der Vorweihnachtszeit kleine Bäumchen den Vorplatz des Zwickauer Rathauses schmücken. Liebevoll werden diese auch in diesem Jahr wieder von Kindergruppen der verschiedensten Kitas und Horte aus der Muldestadt geschmückt. Die Jüngsten hatten sich wieder viel Mühe gegeben bei der Gestaltung.
Werbung. Willst du hoch hinaus? Dann komm zur Allianz. Wir gestalten die Zukunft und engagieren uns für die Gesellschaft. Bei uns kannst du ein duales Studium absolvieren, eine Ausbildung zum Kundenbetreuer oder Spezialisten starten und dich zum Vertreter oder zur Führungskraft entwickeln. Wir, die Geschäftsstelle Zwickau, bestehen aus 124 Vertretern und 24 Kundenbetreuern. Freiheit steht bei uns an oberster Stelle. Von flexiblen Arbeitszeiten über die Möglichkeit, teilweise im Homeoffice zu arbeiten, bis hin zu unbefristeten Arbeitsverträgen. Beim Marktführer und einem der besten Arbeitgeber Europas wird dieser Traum Wirklichkeit. Neu bei TV Westsachsen, Laufwerk Zwickau. Von Hand für den Fuß. Die Gesundheitshandwerker kümmern sich um ihre Fußgesundheit. Laufwerk aktuell, jetzt bei unserem Programm. Das renommierte Winterkulturfestival aus Bad Elster präsentiert bis Ende Februar wieder die Musik- und Wintersportregion als Erlebnisraum für einen inspirierenden Wohlfühlaufenthalt aus Kultur und Erholung in der Natur des oberen Vogtlandes. Dabei werden neben den zahlreichen Top-Veranstaltungen in den königlichen Anlagen Bad Elsters auch ausgewählte Erlebnisangebote der Tourismuszentren Adorf, Bad Brambach, Klingenthal, Markneukirchen und Schöneck im Festivalprogramm integriert. Höhepunkt im Wintertraum des neuen Jahres im historischen König-Albert-Theater Bad Elster sind ein Geburtstagskonzert für Mozart von Star-Pianistin Ragnar Schirmer, die Premiere zu Der Opernball, der Operettenklassiker Die Zirkusprinzessin oder die Winterzeit-Ballettklassiker wie Der Nussknacker und Dornröschen. Dazu werden Höhepunktveranstaltungen wie ein himmlisches Wintervarieté, eine Andrew Lloyd Webber Gala oder besondere Festivalabende mit Uschi Brüning und Günther Fischer, Joe Bausch und Markus Maria Profitlich und vieles mehr exklusive Wintertraumerlebnisse in einmaliger Kulisse garantieren. Jetzt Tickets sichern! Mit dem Messkin kann ich ganz genau sehen, wie ich meine Fortschritte im Sportpark erreichen kann, nach und nach immer besser. Ging das zu schnell? Mit TurboSpeed ins Internet. Wir verbinden euch leistungsstark und stabil. Surfen Sie Gigabit schnell zum Megapreis. Mit 1000 Mbit pro Sekunde für dauerhaft 34,99 Euro im Monat. Einfach buchen auf pure.com. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit.
Nachdem am gestrigen Nachmittag der Zwickauer Weihnachtsmarkt seine Pforten geöffnet hat, startet am kommenden Freitag auch wieder die Schlossweihnacht auf dem Gelände von Schloss Osterstein. Wir haben heute einmal nachgefragt, worauf sich die Gäste in diesem Jahr so freuen dürfen. Verabredet waren wir mit Erik Seifert von Kraus Event. Ja, Erik, schön, dass wir heute hier sein dürfen. Die Aufbauarbeiten laufen auf Hochtouren. Wir sehen es. Wie sieht's aus? Ja, das Schloss ist aktuell noch erfroren, ne, aber pünktlich taut die Schlossweihnacht dann an den vier Adventswochenenden wieder auf. Ja, die winterlichen Bedingungen sind ja mal wieder schön zur Weihnachtszeit. Ich denke, da freut sich jeder auf Weihnachtsmärkte. Und wir befinden uns momentan hier im Endspurt im Schloss Osterstein und werden dann pünktlich am Freitag, den 1.12. eröffnen. Was gibt's Altbewährtes, was gibt's Neues? Ja, wir haben natürlich viel altbewährte Dinge dabei. Unsere Rodelbahn, unser Märchenkino, unsere ja, Feuerstellen, viele beheizte Unterstellmöglichkeiten. Ein ganz liebenswertes Kulturprogramm hier auf der Bühne. Der Weihnachtsmann kommt vorbei, Olaf der Schneemann. Wir haben immer Live-Musik, viele Kinderprogramme. Und ich denke, da ist für jeden was da dabei, besonders für unsere Kleinsten. Und das Charmante ist ja immer, dass man sich auch, wenn es kalt ist, ein bisschen zurückziehen kann. Da habt ihr dieses Jahr mit den Tipi-Zelten noch ein bisschen aufgestockt. Ja, also wir haben dieses Jahr erstmalig 4 Tipi-Zelte hier auf der Zwickauer Schlossweihnacht stehen und haben ungefähr Platz für 250 ja, Gäste, die dann auch schön am warmen Feuerchen sitzen können mit weihnachtlicher Musik. Es gibt in den Tipi-Zelten was zu trinken, was Kleines zu essen und ja, das ist schon was sehr Besonderes, dass man gerade auch bei schlechtem Wetter dann oder bei kaltem Wetter sich auch mal aufwärmen kann. Verrat mir eins, sind meine Freunde wieder dabei? Du weißt, wen ich meine. Ja, die Alpakas von Kreinchen, die sind auch wieder mit da dabei. Dieses Jahr an einer ganz neuen Stelle und ich denke mal, die Besucher werden die Alpakas gleich finden. Und ja, ich freue mich sehr, dass der Heiko Fischer da auch wieder seit vielen Jahren mit den Alpakas auf die Zwickauer Schlossweihnacht kommt. Jetzt sind ja auch Händler wieder mit vor Ort. Ihr seid immer dankbar, dass die sich wirklich an den 4 Adventswochenenden hier herstellen. Und jetzt gib uns doch mal einige an die Hand. Ja, also wir haben dieses Jahr auch ganz neue Händler mit da dabei. Erstmals die Grottendorfer Räucherkerzen. Wir haben auch Flammlachs mit da dabei. Wir haben ja ein Bastelzelt, ein großes aufgebaut, wo man Sandbilder dann auch bekleben kann. Und ja, die Händler sind ganz, ganz wichtig auf jedem Weihnachtsmarkt oder bei jeder Marktveranstaltung. Und da haben wir viele, viele treue Händler, die uns seit vielen Jahren zur Stange halten. Und da sind wir auch froh darüber. Und die große Hofstube wird natürlich auch wieder bespielt. Ja, die Hofstube und auch die Silberkammer sind wieder geöffnet an allen 4 Adventswochenenden, logischerweise. Und da ist auch ein schöner Wechsel von den Händlern und Angeboten dann zu erleben. Und ja, da ist jedes Wochenende was Neues geboten. Jetzt lass uns doch mal zu den Grottendorfern gehen. Ja, dann folgt mir mal. Einen wunderschönen kalten Morgen hier in Zwickau. Wir haben es heute gehört. Die Grottendorfer sind zum ersten Mal dabei. Vielleicht stellen Sie sich mal vor. Ja, mein Name ist Mirko Paul, bin der Geschäftsführer der Grottendorfer Räucherkerzen GmbH. Und wir sind eigentlich mit der Hütte das erste Mal dabei, aber schon seit vielen Jahren mit den großen Räucherkerzen, die wir für das Steinräucherhaus liefern. Ja, und ich sag mal, die Zwickauer Schlossweihnacht, einer der schönsten Weihnachtsmärkte in ganz Sachsen, finde ich. Gemütlich, klein, aber qualitativ sehr, sehr gut. Was wird denn so alles vorgehalten? Also wir haben natürlich Räucherkerzen dabei, unser Hauptgeschäft, und natürlich eine ganze Menge Räucherware, also Räuchergefäße und so weiter, alles was dazugehört. Genau. Und regional, das ist ja wichtig. Auf alle Fälle, natürlich. Nur regionale Ware. Dann sehen wir uns, denke ich mal. Gutes Gelingen, gute Dankeschön, Zeit. Ne? Bis dann, tschüss. Dann haben wir noch einen Mann getroffen, der seit Jahren immer wieder gern zur Schlossweihnacht kommt. Ja, ich bin viele Jahre hier und mit viel Begeisterung. Also es ist einer der schönsten Weihnachtsmärkte, die ich bisher mitgemacht habe. Deswegen komme ich immer wieder. Und dieses Jahr habe ich was ganz Besonderes mit. Und zwar habe ich einen großen Auftrag dieses Jahr gehabt für Märchenfiguren. Ich habe 8 Märchenfiguren für die Stadt Lunzenau geschnitzt. Und die Stadt Lunzenau hat sich bereit erklärt, die mal als Unterstützung des Weihnachtsmarkts zur Verfügung zu stellen, bevor die auf der Märchenwiese aufgestellt werden. Deswegen gibt es hier einen gestiefelten Kater, eine Märcheneule, die dann vorliest, und der Froschkönig, die Prinzessin ist dabei. Wen haben wir denn noch? Ein Ritter, der war schon mal bei uns hier auf dem Weihnachtsmarkt. Dann das Rotkäppchen, also eine ganz interessante Auswahl, die sich hier überall auf dem Markt verteilen. Wer sich jetzt für deine Schnitzkunst interessiert und vielleicht sagt, sowas hätte ich auch gern, kann er das bei dir in Auftrag geben? Nein, also ich schnitze nur für mich. Nein, das ist falsch. Also ich schnitze auch für die Kunden. Ich habe einige Figuren mit. Man kann mich ja bei meinen Hütten da besuchen und kann dann schauen, was ich so Schönes habe. Und wenn er nichts findet, dann kann ich die Sachen auch anfertigen. Ja. Dann sehen wir uns ganz bestimmt in den nächsten 3 Wochen. Alles Liebe, alles Gute für dich. Dankeschön. Schöne Weihnachtszeit.
Die Schlossweihnacht spielt sich ja in und um Schloss Osterstein herum ab. Im Schloss Graben gibt es jedes Jahr kulinarische Spezialitäten und genau dort stehen auch die Tipi-Zelte. Und jetzt sind wir hier in einem der Tipi-Zelte. Wir wissen ja, da wurde immer ordentlich zu essen, zu trinken vorgehalten. Und dieses Jahr gibt es ja ein paar Neuigkeiten. Ja, also ein Kraus-Event wird dieses Jahr erstmals in den Tipi-Zelten den Ausschank selber bewirtschaften. Wir stehen hier an unserer Baccaro-Bar. Das Baccaro hat sich ja super entwickelt am Schwanteich. Und ja, unser Personal wird dann quasi hier für die heißen Getränke und auch für eine Butterbrezel sorgen. Und ja, es wird auf jeden Fall schmecken. Ist es denn gescheit, wenn man doch hier in der Truppe kommt, Weihnachtsfeier oder so, dass man vorbestellt? Ja, es gibt ganz, ganz viele Anfragen, hier Weihnachtsfeiern durchführen zu wollen. Normalerweise ist es schwer, weil wir wollen natürlich unseren Weihnachtsmarktgästen hier immer diesen Zutritt gewährleisten. Wir haben zwei Weihnachtsfeiern hier am 8. und am 15. Dezember eingebucht. Deswegen haben wir auch noch ein viertes Tipi-Zelt aufgebaut, um natürlich auch den Gästen, wenn hier drinnen doch mal reserviert sein sollte, noch in einem vierten Tipi-Zelt Sitzplatzmöglichkeiten anzubieten. Die Kinderattraktion, du hast ja teilweise schon angesprochen, gibt es das kleine niedliche Karussell wieder? Ja, unser Kinderkarussell wird es wieder geben. Es wird auch wieder die Rodelbahn geben, das beheizte Märchenkino geben, Stockbrotbacken an den Feuerstellen, was alles kostenfrei ist für die Kinder. Und ja, die Eltern können sich dann halt wirklich auch mal schön heimelig auf dem Weihnachtsmarkt vertreten und in Ruhe was essen und trinken. Und die Kinder sind auch gar nicht so weit weg. Also ehrlich, ich darf dir sagen, spätestens Sonntag stehen wir hier auf der Matte, aber los geht's ja schon am Freitag. Ja, wir eröffnen am Freitag, den 1. Dezember um 14 Uhr und am Samstag dann um 13 Uhr, Sonntag auch um 13 Uhr. Und ja, das Wetter ist ja winterlich gemeldet und wir freuen uns natürlich gerade für das erste Adventswochenende, auch für unsere Händler, ja, viele Besucher, viele Familien und natürlich auch leuchtende Kinderaugen. Dann bleibt dem nichts weiter hinzuzufügen. Wir sehen uns. Am ersten Advent kann das Pyramidenandrehen auf dem Planitzer Markt noch einmal stattfinden. Es ist das 25-jährige Jubiläum des traditionellen Stadtteilfestes. Hierfür wird ein kleiner Weihnachtsmarkt mit Ständen aufgebaut. Ab 16 Uhr gibt es ein kleines Programm, bei dem unter anderem die Bläser der Planitzer Kirchen stimmungsvolle Weihnachtslieder spielen und die Kinder der Planitzer Schulen auftreten. Veranstaltet wird das Fest zu Beginn der Weihnachtszeit vom Stadtmanagement Zwickau e.V. und vielen anderen Unterstützern. Um 18 Uhr ist es dann soweit, die Pyramide wird angedreht. Das Pyramidenandrehen findet in seiner derzeitigen Art und Weise in diesem Jahr aufgrund von kommenden Umbauarbeiten des Planitzer Marktes das letzte Mal am bekannten Standort statt. Weitere Details und das komplette Programm sind unter www.planitzer-pyramidenandrehen.de zu finden. Werbung. Von der Kundin zur Beraterin, weil ich weiß, wie wichtig es ist, im richtigen Moment abgesichert zu sein. Und mit meiner jahrelangen Erfahrung selber als Kundin möchte ich nun auch aktiv werden und neue Kunden begeistern und die Vielseitigkeiten und Vielfältigkeiten der Allianz aufzeigen. Treitschke. Dieser Name steht seit nunmehr 27 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit rund um die Pflege. Das Sanitätshaus bietet den Komplettservice aus einer Hand. Zentralisiert in der äußeren Dresdner Straße 12 in Zwickau finden die Kunden hier beste Voraussetzungen für eine ganzheitliche sowie allumfassende Beratung und Versorgung. Das freundliche und bestens ausgebildete Team mit oft langjähriger Berufserfahrung nimmt Sie an die Hand. Ob Wundversorgung, Trink- oder Sondennahrung, Stoma- und Inkontinenzversorgung – alles ist vorrätig im Sanitätshaus Treitschke. In der modernen, geräumigen Orthopädieabteilung reicht das Spektrum von orthopädischen Schuheinlagen über Orthesen bis hin zu individuell angefertigten Prothesen für Arm und Bein. Fordern Sie uns. Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Sanitätshaus Treitschke.
Äußere Dresdner Straße 12 in Zwickau. Seit über 10 Jahren unterstützen wir Ihre Gesundheit mit unserem Rosaxan. Wir finden, es ist an der Zeit, uns bei Ihnen, liebe Kunden, von Herzen zu bedanken. Vor allem für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen und Ihre langjährige Treue. Wir wünschen Ihnen von Herzen ein besinnliches, friedvolles Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr. Bleiben Sie gesund und achten Sie auf sich. Wow, so einfach ist das. Eine richtig tolle Wohnung und eine Ausstattung, die wir aussuchen konnten. Genau die Küche, die tollen Fliesen an der Wand, eine richtig schöne Dusche. Und das nur für ein paar Euro mehr im Monat. Wenn alles so einfach wäre, dann müsste sich die Steuererklärung selber ausfüllen, es nie mehr Bad Hair Days geben, Kaffee nie kalt werden, man nur nette Verwandte haben und immer Grünphasen auf dem Weg. Man müsste sich beamen können und Zeitreisen wären möglich. Wow. Sie müssen nur noch unterschreiben. Bestimme deine Miete und Ausstattung selbst mit dem Mietkonfigurator der GGZ. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Bei Tageshöchstwerten von 1 Grad plus zeigt sich der Westsachsenhimmel am Donnerstag trübe und zugezogen. Mit Niederschlägen ist eher nicht zu rechnen. Auch am Freitag bekommen wir die Sonne nicht zu Gesicht. Dicke Wolken tummeln sich am Himmel, aus denen sich am Nachmittag der eine oder andere Schneeschauer entladen kann. Auch am Samstag ändert sich nicht viel an der winterlichen Wetterlage. Bei Maxiwerten von minus 2 Grad bleibt es bewölkt und wir müssen uns auf gelegentliche Schneefälle einstellen. Der Sonntag wird aus heutiger Sicht ein recht freundlicher Tag. Die Sonne wechselt sich mit wolkigen Abschnitten ab. Bei Höchstwerten von 1 Grad plus verirrt sich die eine oder andere Schneeflocke ins Sendegebiet. Liebe Zuschauer, wir sind am Ende der heutigen Sendung angelangt. Das war tagaktuell vom Mittwoch. Am morgigen Donnerstag, da sehen Sie um 19 Uhr die Aufzeichnung der Zwickauer Stadtratssitzung. Und wir sehen uns an dieser Stelle dann am Freitag wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.